Ich bin der Phil, Karl Philipp Wackernagel werde ich genannt. Ich arbeite bei Berlin Partner. Berlin Partner ist die Wirtschaftsförderung des Landes Berlin und ich unterstütze bei Berlin Partner Startups in Berlin beim Wachsen, auch international beim Wachsen. Man muss sagen, dass Hardware-Startups momentan noch klar die Minderheit sind im Vergleich zu Software-Startups. Hardware ist komplizierter zu entwickeln und dauert länger, aber es gibt viele Projekte aus der Community heraus, aber auch von unserer Seite, die dafür sorgen wollen, dass sich das ändert und dass mehr Hardware-Startups entstehen. Ich habe Luv zum ersten Mal auf einer Veranstaltung kennengelernt. Mir erschienen die Gründer sofort sehr motiviert, hatten eine tolle Idee. Und da sind wir in Kontakt geblieben über einen längeren Zeitraum. Und die Jungs haben auch selber gesagt, sie möchten natürlich auch international wachsen. Und deswegen haben wir Luv auch mit bei unseren Internationalisierungsmaßnahmen nach New York mitgenommen zur TAP-Conference und haben sie unterstützt dabei, in den US-Markt reinzuwachsen. Und ich prophezei, dass auch Luv in anderen Ländern noch stark wachsen wird. Und wir sehen, dass wirklich ein gut gefertigtes und gut geplantes Produkt aus Deutschland auch im globalen Wettbewerb total kompetitiv ist, ja, und das freut uns natürlich total. Ich glaube, Luv hat einfach eine gute Lücke gefunden, die es sehr gut ausfüllt. Die Jungs sind top motiviert, junge Spitzenfachkräfte, die genau wissen, was sie tun. Wer schon mal den Prototyp gesehen hat, der weiß, das ist wirklich sehr gute Qualität, und das Ding wird einfach noch von sich hören lassen.